Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Dönerbude. Willkommen zu einer neuen Super Smash Bros. Ultimate Training Mode Folge. Wir chillen einfach wieder ein bisschen im Training Mode und versuchen die Combo nochmal zu landen, die ich letztes Mal so lange vergeblich versucht habe zu treffen. Mal gucken, ob es heute klappt. Wenn es schnell klappen sollte, werde ich auch noch ein bisschen anderen Stuff einfach hier ausfahren machen. Aber erstmal gucken. Also, Setup ist tatsächlich noch dasselbe, ob ihr es glaubt oder nicht. Auch wenn ich ziemlich überlegt habe, ob ich vielleicht einen zweiten Unira ersetzen soll. Aber ich wüsste nicht, durch was effektiv. Fallen funktionieren überhaupt nicht in der Situation, sonst hätte ich da eine genommen. Och komm, wir können doch nicht schon wieder so beginnen. Wait, ich rette dich. Ich habe ihn umgebracht. Zählt das? Aber erster Versuch schon wieder so close. Nur die Abi hat gefehlt. Ich könnte auch versuchen, das mit einer Up-Air zu machen. Ja. Hier hat das Ende nicht gepasst. Und der Anfang. Es klingt sehr gut. Anfang und Ende haben nicht gepasst. Yay. Zumindest das Setup klappt inzwischen gut. Ich habe es aber auch oft genug gemacht, als dass ich es kennen müsste. Well, yes, but actually no. Fucking Butnut. Ich musste reden, deswegen musste der Warpstar jetzt wieder falsch sein. Kann auch sein, dass ich nebenbei ein, zwei Mal auf Discord gucken muss. Ist im Moment wieder bei SQT das ein oder andere los. Also falls irgendein Community-Member hier aktiv Smash spielt und ein Team suchen würde, ne? Uns irgendwie bis an diesen Punkt verpennt hat. SQT ist offen für neue Member. Ja, das hatte ich direkt gesehen. Und das ist die falsche Bombe. Juhu, das kann auch sein, dass ich nach irgendwie einer Viertelstunde die Training-Mode-Kombo hier erst wieder lasse und mit der B-Bomb die sehr, sehr lustigen Stuff hat, arbeite. Mit der habe ich ein bisschen hier auf der Stage rumgespielt und Carol, als mir langweilig war gestern mal. Und da habe ich einige coole Dinge rausgefunden, die damit gehen. Fucking hell. Es war wieder nur so medium. Das war das schlechteste Setup bisher. Ich guck 30 Sekunden weg und habe 4 Pings. 3 vom selben Typen. Ja, okay, aber ergibt auch Sinn. Nochmal resetten wegen Plattformen, die verschwinden ja sonst.
und Marcel der Keck wollte mit mir sprechen, aber wenn ich es um eine Viertelstunde verschieben muss im Namen dieser Aufnahme, geht's nicht mehr. Uiuiuiui. Das riecht nach einem dicken Bann. Ich würde sagen, wir machen erstmal dummen Bebomb-Stuff. Woran denke ich da zum Beispiel? Genau, gar nichts, weil ich nichts kann. Und ich habe verpennt, dass ich die Combo gestern gemacht habe, als ich einen Gegner auf 38 hatte. Ich krieg nicht mal die Easy-Dinger hin, man sieht's. Ein bisschen daneben. Es ist möglich, damit eine relativ easy Zero to Death zu machen. Genau so nämlich. 73%. Ist das Okami? Also ich mache Line-Ups für einen Clan und da kann mir jeder ein Hintergrundbild schicken. Und davon hat mir einer gerade... deswegen hat mich einer gerade dreimal angeschrieben und das Bild sieht sehr nach Okami aus. Das frage ich jetzt einfach mal aus Interesse. Das frage ich jetzt einfach mal, ob das Okami ist. Ich stell ihn mal wieder auf 38%, was so die Kombozahl ist. Also die Prozentzahl, mit der ich am meisten gemacht habe gestern. Da ging auch eine Kombo ziemlich genau wie die, die ich gerade gezeigt habe. Mit dem Unterschied, dass sie schwieriger auszuführen ist. Weil der Cannonball höher fliegen muss. Und zwar so... bin ich nicht einfach der Beste, er hat geantwortet. Nee, ist nicht Okami, hat nur einen ähnlichen Artstyle. Und mit ähnlich meine ich literally gleich. Was für ein dummer Bullshit. Also das Schwierigste, was ich mit Bebomb gemacht habe, würde ich hier auch gern nochmal zeigen. Jetzt kommt nur wieder das Problem, wann zum Fick explodiert das Ding in der Luft, wann nicht. So, und zwar werfe ich die Bombe dafür dahinter ihn. Genau, das wollte ich. Wann explodiert die in der Lage und wann nicht? Boah, ich mach die Back erst knapp daneben. Ich rall einfach nicht, wann die explodieren und wann nicht. Boah, ihr seht wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Ihr seht wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Also im Moment sieht man es nicht. Im Moment sieht es aus, als hätte ich einfach zu viel gesoffen. Natürlich so ganz simples Zeug wie Bebomb hier. Sowas kann man natürlich auch machen. Warum schmeiße ich das jetzt nochmal auf ihn? Bei der Bebomb ist es gut, das Timing zu kennen, das man braucht, damit der Knockback vom eigenen Hit den Gegner am Ende schleudert. Das macht's in Free-for-Alls mit Items, was ich auch manchmal mache, zu einem sehr, sehr effektiven Item. Also wenn man das Ding richtig nutzt, wahrscheinlich eines der stärksten Items, die es gibt in dem Spiel. Das war alles andere als mein Plan. Irgendwann mache ich auch mal eine richtige Item-Kombo mit dem Ding. Das weiß ich schon. Weil damit... Alter, ich verstehe nicht, wann das explodiert.
wann das explodiert und wann... Warum explodiert das da nicht? Ich land die Sour Spots. Die Back-Air überhaupt nicht landen, tue ich eigentlich nie. Aber zu oft nur Sour Spot. Und mit zu oft meine ich literally jedes Mal. Ah nee, dieses Mal lande ich sie gar nicht. Digga. Du Keck. Explodier! Die Bombe hat gar keinen Bock. Die Bombe hat einfach gar keinen Bock. Und dann wieder das. Das war nicht im Ansatz so, wie es sein sollte. Da müssen die Prozente auch sehr gut passen für die Combo. Ihr seht, ich will die Back Air und dann in den F-Smash landen. Boah, nicht mal den scheiß CPU darf ich disrespekten. Krasse Combo, ne? ...42%, whoop, whoop. Ich verstehe die B-Bomb noch nicht. Ja, da kommt sie einfach auf der Plattform auf. Das war einfach ein Missinput. Oh, natürlich war er auf der Plattform. Natürlich war er auf der Plattform. Wenn ich das zumindest geahnt hätte, hätte ich einen Up-Smash machen können. Boah, und dann wieder Sour Spot. So, simpel genug. Auf jeden Fall deutlich simpler als der Bullshit. Ja. Diese Back-Air, Mann, die soll mal... Warum habe ich schon wieder 5 DMs? 4 vom selben Typen. Nochmal und... Fuck you, Noah! Junge! Der schickt mir so... Mein, ich stell das dem als Hintergrund ein fürs Line-Up, aber... Ich krieg Schmerzen. Guck mal, wie toll ich die Bombe werfen kann. Ey, Digga, wenn dieses Scheißteil nicht gleich explodiert, dann explodiere ich. Endlich! So, das wollte ich die ganze Zeit machen. Dann jetzt nochmal was deutlich Simpleres. Und auch eine der wenigen Sachen, die tatsächlich, wenn man mit B-Bomb spielt, wirklich effektiv sein könnten. Am besten wirft man die da einfach so. Ihr seht vielleicht, worauf ich raus will. Ich meine, wenn man es ganz simpel haben will, zack, macht man das. Aber das ist mir zu stillos. Ja, halt die Schnauze, Noah. Halt die Schnauze, Noah. Ich sag's mal anders. Wer nicht sieht, worauf ich gehe, braucht eine Brille. Ah, mein Timing sitzt nur gerade nicht. Und die B-Bomb sitzt sowieso nicht. So. Schade, nochmal zu downern wäre lustig gewesen. Äh,
Well, yes, but actually no. Wenn, dann will ich schon den ganzen confirm. Ich meine, ich glaube, auf den Prozenten könnte man da noch rausmashen, aber es juckt mich grad nicht. Und alter Switch, kannst du mal die Fresse halten? Du bist zu laut. Ja, okay. Das habe ich sofort gesehen, war scheiße. Genau das wollte ich machen. Ja, ich mache jetzt einfach ein bisschen B-Bomb-Stuff noch. Worauf das hinausläuft, ist, denke ich, auch keine Frage. Ich habe nur das Gefühl, ich sollte die Bombe ein bisschen näher werfen. Das wirkt eher wie was, das auf niedrigeren Prozenten besser geht. Die Sache ist die, wenn ich den zum Beispiel auf 17 damit treffe, da muss ich safe noch einen Hit nachsetzen, damit er stirbt. Und das war fast richtig. Abgesehen davon, dass ich mich vor der Forward Air umdrehen wollte. Und ich eigentlich auch damit spiken wollte. Oh, verfehl doch nicht, du dumme Sau! Was ich gerade aber auch überlege. Ah, wenn ich ihn da down ehren könnte. Ich glaube, ich sollte erstmal auf. Ich sollte erstmal das hier landen, bevor ich was Schwierigeres versuche. Gerade weil ich offensichtlich dafür schon zu unfähig bin. Oh komm, die Krone war doch in seinem Arschloch. Die Krone ist doch in seinem fetten Falken-Anus. Do not come back, please. Der ich Bitch. Ich treffe immer Sour Spot. Wenn ich den Sweet Spot auf die Plattform mal treffen würde, wäre ich auch zufrieden. Aber nein, 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 nee. Gut, dann töte ich ihn einfach da draus. Dann töte ich ihn jetzt einfach da draus. Ja, dieses scheiß Teil. Das ist so close jedes Mal. Haha, Bombenprank. Das war nicht der Plan. Believe it or not. Digga, nicht mal das trifft. Ja klar, und dann versuche ich's einmal nicht mit dem Upsmash. Ich hab Spaß. Gott, jetzt triff den doch, diesen Fettsack. Das war eine Combo, aber er hat's überlebt. Was natürlich auch noch recht easy. Ich meine, das Einfachste ist sowieso irgendwie sowas. Und dann noch einen gescheiten Edgeguard und er ist tot. Übrigens, falls die Physics wen interessieren, ich kann ihn einfach einsaugen und rausschießen.
Genauso wie ich ihn einfach grabben kann. Ich will jetzt hier die dumme Kacke, die absolut not worth it ist, machen. Boah, und der soll mal getroffen werden, der dumme Sack. Die Crown verfehlt jedes Mal. So knapp. Och, komm schon. Ich hasse die B-Bomb. Ich hasse die Biber. Yay. Wie können wir ihn ganz dumm wegmachen? Ja, so auf jeden Fall. Es ist halt schön simpel, diese Combo, aber... What? Das ist easy damage alles, aber... Es ist möglich, den in den Cannonball damit zu schießen. Ich will ihn in den Cannonball schießen. Scheint aber nicht zu klappen. Gut, dann machen wir jetzt noch einmal hier was easy und dann probieren wir die Training Mode, die richtige Combo nochmal. Nice Combo, ne? So, ganz easy. Crown, Back Air, das sendet einfach gerade nach oben. Zum Glück ist das alles so easy. Machen wir mal einen geilen Confirm drauf. Die Bombe fliegt weiter, als ich denke. Du willst mich doch flachsen, ne? Ich hasse es. Stimmt, das ist noch eine Combo, die ich machen wollte. Ah, das war von der Plattform unten. Ich bin nicht der Beste im Footstools landen. Muss man bei K-Rool, to be honest, auch nicht, weil der macht da draus gefühlt gar nichts. Yes. Wir stellen die Prozente wieder auf 0 und landen dann jetzt nochmal die Combo. Okay, vorher machen wir noch die dümmste True Zero to Death. Nice, ne? Ah, diesmal klappt's nicht. Digga, sogar den Scheiß kriege ich gerade nicht hin, dein Ernst? Normalerweise fliegt der damit doch wieder in den Bohrer rein. Dieses Mal ist er einfach ganz dick weggejietet worden. Töten wir ihn. Es gibt nichts Tolleres als, genau das wollte ich, als instant zu sehen,
wenn man den Cannonball schießt, das geht daneben. Dieser Kombo-Starter ist halt so unnötig, wenn man ehrlich ist. Der ist so risky, so difficult und ich habe nicht nach oben geworfen, du dummer Haufen Scheiße. Oh, falsche Richtung. Sekunde. Nice True Combos. Warum spawne ich ein Item Instant? Ich muss erst diese 3,3% geben, wobei es weniger an den Prozenten liegt, dass ich das mache, als an der Bewegung, die er davon bekommt, weil ansonsten trifft der Cannonball ihn nicht. Dieses Gefühl, wenn man schon sieht, dass es nicht klappt. Warum habe ich den Scheiß wieder instant gespawnt? Egal. Hui. Guck mal, ich leg Scheiße auf den Boden. Jetzt stinkt's hier, Merkel. Dich! Warum ich jedes Mal über Falken drüber springe, um dann wieder zurückzugehen, fragt mich nicht. Es wäre nur schön, wenn wir die Combo heute vielleicht noch landen könnten. Ich sehe es schon, der Warpstar ist falsch. Dich. Guck mal, krasse True Combo. Into Edge Guard. Oh, ich wollte einen Foot stompen. Warum spawn ich dich schon? Ich muss echt mal gucken, ob das irgendwas bringt, wenn ich das mit einer Falle an der Stelle mache. Also, hier brauche ich auf jeden Fall eine. Und wenn ich dann zack, 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 zack. Ja, verkackt. Jo, wir legen die Items in der perfekten Reihenfolge hin. Verfehlen das? What the fuck? Hat man das in der Aufnahme gesehen? Der Bildschirm war kurz weg. War das in der Aufnahme auch so? Ach, weißt du was? Es wird heute nichts mehr. Wir probieren jetzt die letzten 1-2 Minuten noch dummen Bullshit zu machen. Mit irgendwelchen Spirits. Und hier, komm, mir ist langweilig, lasst mal. Young Link habe ich schon so lange nicht mehr genommen. Dieses Spirit Set gegen Ridley. Sowas passiert, wenn mir langweilig ist. Ich nehme dann einfach irgendwas und mache irgendwas. Und das Endergebnis, Spoiler, ist irgendwas. Meistens nehme ich dabei noch tolle Items rein, in der Regel Beast Ball. Gib mir mal einen Warpstar. Ich bin bad. Haha, Edgeguards. Guck mal, Edgeguards. Haha, Edgeguards. Was kann man eigentlich hier mit True Combo?
Wenn ich es forward mache, kann ich damit das... Ah, yes. Oh, lass dich dern. Was ist mit der Switch los? Ich habe irgendwie das Gefühl, die Aufnahme wird im Arsch sein. True Kill confirms. Das klappt deutlich schlechter als mit dem Boomerang. Oh, ich will jetzt... Kann ich wirklich zack, zack? Oh, warum kann ich das Momentum nicht ein bisschen canceln? Ja gut, machen wir weiter. Den Bullshit. Kann ich vielleicht wirklich... Ich habe das Gefühl, damit könnte ich was ganz Cooles machen. Ich meine, es ist nicht true, aber juckt mich nicht. Sehe ich aus, als mache ich das hier für effektive True-Kombos? Haha, Edgar. Der Boomerang saved ihn einfach. Also, zack, Boomerang, fair, und das ist true. Das ist tatsächlich true. Aber auch nur wegen der ganz weirden Fair-Hitbox. Haha, Edgeguarding. So, wir probieren weiter. Wenn ich vielleicht das into the... Ich muss dann Jablock draus machen, um effektiv was weiterzumachen. Und dazu bin ich leider zu unfähig. Ziehen wir mal eine Bombe. Zack, zack, zack. Ich will eine dumme Combo machen. Was kann ich denn aus dem... Down Tilt Forward Air ist nicht true, oder habe ich das einfach nur scheiße ausgeführt? So, das sind natürlich die krassen Edgeguards, gegen die auch niemand was machen kann. Meine Kombos werden immer sicker. Boah, warum kriege ich da keinen Hit? Ich muss... Ah, das war schön. Wenn ich es irgendwie schaffe, nur einen Hit der Back Air zu landen, dann könnte ich da vielleicht was draus machen. Das war no, das war bis dahin true. Jo.
revolutioniere gerade die Spirit Youngling Meta. Vielleicht kann ich irgendwie mit dem Arrow da was draus machen. Der ist so schnell. Ich will irgendwie... Ich bin jetzt motiviert, hier eine krasse Combo rauszuholen, aber ich muss jeden Moment aufhören. Ah, sad. Also, Impact Run, Boomerang, Down Air. Zack, zack. Zack. Keinesfalls true, aber... Ich könnte vielleicht auch versuchen, mit dem Grab was zu machen. Okay, das war keiner nice. Ha, da brauche ich aber beide Back-Air-Hits. Ich sagte beide Back-Air-Hits. Und den Turnaround beim Grab. Komm schon! Ah, er stirbt nicht. Nein. Das macht 96, tötet aber nicht. Ist die Abi an sich 8 Hit? Okay, hier zählt das nicht. Ich kann halt nicht einschätzen, ob mit diesen Spirits Upthrow into Abi vielleicht true. Ja, ist es. Man hat's am Combo-Counter gesehen, das war true. Tötet aber nicht. Alter, gibt's denn nix, aus dem ich hier töten kann? Das bringt alles nur auf 100. Ja, ich weiß, meine eine Combo bringt nur auf 100. Das ist echt unfair. Wenn ich's irgendwie schaffen würde, den Grab andersrum zu landen... Aber das ist wirklich nicht möglich. Das Einzige, was vielleicht eben irgendwie möglich ist, ist die Bombe einfach nicht zu werfen. Das war schon mal true. Ja, okay, das aber nicht. Ich glaube immer noch, dass das Beste echt irgendwas mit a One-Hit Back-Air ist. Ich muss aber darauf vorbereitet sein. Das sind 109% ziemlich true. Aber ich kann da auch so gerade nach oben steuern, wie ich will. Das tötet nicht. So, jetzt kommt die krasseste Combo, die ihr je gesehen habt. Sekunde. Die war tatsächlich sick.
Hat nicht getötet, aber war sick. Aber dann muss ich wohl... Downtilt. Zack. Ich meine natürlich, dann muss ich. Das ist nicht mal true. Ah, das ist so sad, dass das nicht tötet. Es tötet halt alles nicht. Die Kombo war nice. ...87% kommen daraus. Was vielleicht was bringen... ...könnte, ist ein B-Reverse... ...Arrow. Muss ich den halt nur hinbekommen. Ah, scheint nicht zu gehen. Und der Boomerang, den habe ich nicht schnell genug wieder. Sicher, dass damit nichts geht? Ich bin mir sicher... Irgendwas kann man da noch draus machen. Okay. Mit dem richtigen Movement kann man Forward Air da draus True Combo'n. Ah, als ob das nicht geklappt hat. Land nur den ersten Hit und dann droppt er. Ich bräuchte beide Hits. Oder vielleicht... Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn ich... an den Rand der Map... Die darf halt Ridley nicht treffen, ne? Der ist zu big. Kreative Jokes bei Günther aus der Dönerbude. Wir machen jetzt einfach noch eine ganz simple Combo. Und zwar finishen wir mit Zack. Der ist mir auch Schnuppe, wenn es nicht true ist. Komm!
Ich will jetzt zumindest irgendwas haben. So. Ja, ich edge-guarde dich jetzt einfach. Mir reicht's. Das Spiel flaxt mich gerade. Reverse Upbeat. Forward Upbeat. Es reicht. Ich brauche eine Pause. Wir sehen uns.